war noch in so einer Art Klosterherberge dann untergebracht. Einfach, ganz schlicht, aber eben auch schön. Das war dann die abendliche Messe. Da wurde dann auch gefragt nach den Nationalitäten. Es war der einzige Deutsche. Ich habe es nicht verstanden. Es war ein Kanadier dabei, ein Australier war dabei und so weiter. Es war auch immer noch einer. Es waren eigentlich 85% Franzosen gewesen. Es war sowas von dominant. Aber da sieht man jetzt schon, jetzt tut sich was. Jetzt sind die Pilger unterwegs. Den beiden vorderen Gestalten da, den sind wir dann viel später noch begegnet, aber schon fast Frankreich zu Ende, haben wir sie mal wieder gesehen. Ich gehe jetzt noch ein bisschen runter, durch, glaube ich. Sonst. Das mal, kann man mal erwähnen, das sind dann diese Komfortbürger, die dann ihren Rucksack in den Bus legen, in reservierte Herbergen. So.